Ja, ich sitze hier in den Bergen von Tirol in Imst und nutze die Gelegenheit zwischen den Veranstaltungen hier im Lebenshaus in Imst, um etwas vorzulesen aus meinem Buch Unterordnung, Segen oder Fluch, das Geheimnis der Macht in Gemeinde und Ehe. Das Thema Macht hat mich sehr viel beschäftigt, weil das mir erschien, als wäre es oft so wie ein Tabu, über die Machtverhältnisse zu sprechen und nachzudenken, wer und was und wie ist die Macht in der Gemeinde, aber in der Familie ganz genauso. Und in diesem Buch gehe ich den Machtfragen nach und natürlich auch, was ist das überhaupt und wie funktioniert Macht und was ist legitime Macht und was ist auch nicht legitime Macht. Und ich lese euch etwas vor aus der Einführung. Und da heißt es in der vorangegangenen Bibelstelle Hesekiel 34,4: Das Schwache habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Nachdem ich jahrelang Menschen seelsorgerlich begleitet habe, deren Hoffnungen zerstört, deren Glaube untergraben, deren Berufung durch einen verkehrten Umgang mit Macht und Autorität ruiniert worden waren, reifte in mir der Entschluss, diesen Sachverhalt ans Licht bringen zu müssen, weil er in der Gemeinde weithin tabuisiert wird, über den man also nicht spricht, beziehungsweise über den man hinwegsieht, obschon er für Leid sorgt, und zwar eine Menge. Das Verborgene, Totgeschwiegene und Versteckte ist ja der Raum, in dem die Dämonen sich aufzuhalten pflegen. Was aber ans Licht kommt, das ist Licht. Und im Licht wollen wir wandeln. Wenn es also auch gilt, heilige Kühe zu schlachten, beziehungsweise heilige Traditionen in Frage zu stellen, was schmerzlich sein kann und sogleich Abwehrreflexe auslöst, muss es doch einmal geschehen, um den Opfern einen Ausweg zu schaffen und mit den Verfechtern der heiligen Kühe beziehungsweise der Tradition zu rechten. Das Schwache, Kranke und Gebrochene, das man nicht sieht, kann man auch nicht heilen. Und es sind nicht wenige Menschen in der Kirche, die sich übersehen und unsichtbar fühlen. Oder aber, wenn man den Schwachen, Kranken und Zerbrochenen unterstellt, ausschließlich selber an ihrem Elend schuld zu sein, ja, dann bringt man sie mit Beschämung zum Schweigen. Dann kann und dann braucht man sie nicht zu hören. Viele Menschen fühlen sich in ihren Gemeinden nicht gehört und auch beschämt. Das Herrschen mit Härte und Gewalt, welches ganz opportun nur sieht und hört, wer es hören und sehen will, kann dabei sehr subtil vor sich gehen und sich überdies auch sehr fromm gebärden. Es kann sich hinter Statuten, Paragraphen, Organisationsabläufen verbergen, auf die Gemeindeordnung pochen, an zuständige Stellen verweisen, an die sich zu wenden und unter deren Leiter sich unterzuordnen ist. Die theologischen Winkelzüge, raffinierten Auslegungen von Bibelstellen und heiligen Autoritätsansprüche von Leitern bzw. Organisationen sind manchmal geradezu abenteuerlich und bringen es immer wieder fertig, die Täter zu entlasten und in Amt und Würden zu belassen, während die Opfer ausgegrenzt werden und ihnen vermittelt wird, dass sie sowieso selbst schuld an allem sind. Bei diesem System, in Anführungszeichen, bleiben so manche auf der Strecke, andere verstehen überhaupt nicht, was vor sich geht oder warum in einer bibelgläubigen Gemeinde so etwas wie Missbrauch überhaupt vorkommen kann. Desinformation, fehlendes Bewusstsein, Verwirrung und Verschleierung herrschen überall. Eine Menge Verkehrtheiten werden auch entweder Gott in die Schuhe geschoben oder dem Teufel angelastet. So gelingt es, der eigenen Verantwortung auszuweichen und sie wegzuschieben. Gott und Teufel, Himmel und Hölle für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, ist indes ein gefährliches Spiel. Wir werden uns in diesem Buch ansehen, wie das ausgerechnet von christlichen Institutionen häufig betrieben wird. Und doch wird es von vielen gar nicht bemerkt, weil es aufgrund einer christlichen Fassade und Sprache weder danach aussieht noch danach klingt. Immer wieder treffe ich zum Beispiel in der Seelsorge auf Frauen, die in furchtbaren Ehe- und Familiensituationen ausharren, die nach dem deutschen Gesetzbuch strafbar wären und geistlich gesehen einer
einer Folterkammer gleichen. Eine vergleichbare Situation gibt es wohl auch für Männer, doch wird Männern von der Gemeinde eher zugestanden, aus einer missbrauchenden und unmenschlichen Situation auszubrechen, beziehungsweise einen Schlussstrich zu ziehen. Wenn eine Frau sie bewusst dominiert und erniedrigt. Frauen dagegen wird dies verwehrt mit dem Hinweis darauf, sie hätten sich in allen Dingen ihren Männern unterzuordnen. Das falsche gesetzliche Verständnis einer solchen Unterordnung auf Gedeih und Verderb hat eine unerträgliche Zwangslage geschaffen. Das Verständnis von einer lebenslangen Zwangsbindung, die nur der Tod scheiden kann, den man nur physisch definiert, oder der Ehebruch, den man auch nur physisch versteht, hat an mancher Stelle zu einer Art von heiliger Ausweglosigkeit geführt, die viele ins Unglück stürzt und dort belässt, bis sie zerstört sind, denn Sünde tötet. Da wird, was von Gott zum Segen gedacht war, zum Fluch, was viele Christen gar nicht verstehen können und sie an ihrem Glauben irre werden lässt. Sie tun scheinbar das Richtige, sie folgen dem Wort Gottes, der Führung der Gemeindeleitung, und nichts funktioniert. Sie landen in einer Situation permanenter Heuchelei, in der sie sich und anderen etwas vormachen. Aber niemand fühlt sich damit wohl. Soweit aus diesem Anfang meines Buches, in dem ich ja schon den Finger darauf lege, dass wir uns mit dem Thema Macht unbedingt auseinandersetzen sollten, weil es so wichtig ist auf allen Ebenen des menschlichen Miteinanders. Und wenn wir das nicht tun, passiert einfach viel Missbrauch, den wir gar nicht als solchen erkennen. Ja, so, also ich empfehle dieses Buch. Es ist wirklich ein Buch für uns alle, weil das ein Thema ist, das uns alle angeht, ein heißes Eisen, Unterordnung. Wie ist sie wirklich, wie ist sie richtig, wie ist sie gesund, wie ist sie heil, wie ist sie integer und wie ist sie das Gegenteil davon und wirkt zerstörerisch. Ja, darüber denke ich nach. Ich empfehle euch das Buch. Gibt es auf meiner Webseite mehr Informationen dazu.